jetzt Achtung und aufgepasst. Die Frage zum Familienduell lautet, wie viele Antworten erscheinen auf der Wand zur ersten Frage? Haben Sie die drei Antworten beisammen, greifen Sie einfach zum Telefon und rufen Sie die folgende Nummer an. 0138 1040. 10 dieser Motorroller warten täglich auf die Gewinner. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie gewonnen haben, schauen Sie morgen früh zwischen 8 und 9 rein bei Guten Morgen Deutschland. Hallo und viel Spaß beim Familienduell mit unseren Champions aus Ludwigshafen. Familie Seelmann, Brigitte, Peter, Christian, Melanie und Wolfgang. Den Herausforderern aus Ascheberg, Familie Portmann mit Clemens, Christiane, Andreas, Ingrid und Helga. Und natürlich mit Werner Schulze-Erdel. Hallo. Hi. Hi. Hallo zu Hause. Hallo im Studio. Ich kann nichts mehr anbrennen, nachdem ich in letzter Zeit viel Post bekommen habe, weil ich immer wieder gesagt habe, was die Frauen alle besser können. Ne? Können besser Stress vertragen, sind die besseren Chefs. Und was die alle besser können, auch etwas mal aus der Statistik, was Männer besser können. Vor allen Dingen Männer mit Glatze und viel Brusthaar. Die können doppelt so viel Alkohol trinken wie Frauen. Immerhin etwas, was wir besser können. Liegt an diesem komischen Testosteron, was wir da haben. Ne? So dieses männliche Sexhormon. Ne? Aber um so einen Quatsch geht es manchmal auch bei uns in der Sendung. Ne? Da haben wir 100 Leute bundesweit immer gefragt. Und wer besonders gut dabei ist, die richtige Nase hat für das, was da rauskommt, der kann bei uns gleich beim ersten Mal 10.000 Mark gewinnen. Schafft es dann eine Familie sogar 5-mal ins Finale zu kommen, haben sie die Chance insgesamt 100.000 Mark zu gewinnen. Der neue Herausforderer. Fast aus meiner Heimat, kurz davor. Familie Portmann aus Ascheberg ist da. Gegen unsere Titelverteidiger, Familie Seelmann aus Ludwigshafen. Hab gesagt, so fast meine Heimat, gell? Ja, so fast ganz nah bei Hiltrup, Münster, Hiltrup. Ja, ja, also Ascheberg. Kurz so Richtung Kohlenpott, aber nur 20. Oh. Richtung! Oh. Ist ja noch Münsterland, 20 Kilometer von Münster entfernt. Was machst du so, Clemens? Ich habe eine Firma für Büchereieinrichtungen, ja. Und nebenbei mache ich so ein bisschen Krankenhausfunk in Münster-Hiltrup im Krankenhaus. Ah, da habe ich schon mal gelegen, da habe ich die Mandel rausbekommen. Habe ich das gehört? Bist ja Kollege dann? Ja, so ungefähr, wenn man es ganz grob nimmt. Ja. Und wie oft macht ihr sowas, so Krankenhausfunk? Jede Woche ungefähr drei Sendetermine, ja. Was ist die meistgespielte Melodie bei euch? Schneewalzer. Ehrlich? Auch in Münster gibt es Schnee alle 100 Jahre, aber der Schneewalzer wird immer wieder gehört. Kufsteinlied ist das beliebteste Lied der Deutschen, aber Schneewalzer kommt sofort danach, das hängt so ein bisschen gut zusammen. Ohne Schneewalzer, aber mit deinem Temperament, stell uns deine Familie vor. Neben mir, da ist die Christiane, dann kommt der Andreas, meine Mutter Ingrid und Tante Eva. Und das Ganze aus Ascheberg bei Münster, Familie Portmann. Und die zum zweiten Mal dabei, aus Ludwigshafen, gut 10.000, wir reden nicht mehr drüber, erneuter Versuch, Frau Lehrerin. Ja. Ja, ist der ja noch Schüler kein Schimpfwort. Möchte ich nicht sagen. Nee, nur früher für mich war das was ganz Schlimmes, dann wollte ich es auch werden, dann habe ich es auch wieder sein lassen. Ich ging auch nicht gern in die Schule, deswegen wurde ich Lehrer, um es besser zu machen. Hast du es denn besser gemacht, meinst du? Ich hoffe es. Kann man das heute noch besser machen als früher? Leistungsmäßig glaube ich nicht, aber menschlich meine ich, dass man es noch besser machen kann. Oh, hat so schön gesagt. Mensch, wenn mein Lehrer das hört von früher, menschlich besser machen. Na, du kleine Schlinge. Mich hat er geärgert. Was unterrichtest du für Leute so? Ja. Kleine. Ganz kleine? Sechs, zur Grundschule? Sieben, ja. Ich darf noch alles, aber ich bin gezwungen, ganz kleine. Ach, die sind auch so lieb. Guck mal, deine Kleinen. Ja, stell uns die auch mal vor. Deine Familie. Neben mir mein Mann Peter, mein Sohn Christian, meine Nichte Melanie und mein Schwager Wolfgang. Unser Titelverteidiger, Familie Seelmann aus Ludwigshafen. Und jetzt sehen wir mal, jetzt wollen wir spielen. Fertig alle zum Duell? Alle hier auch? Ja? Okay, dann heißt es ringfrei, nee, startfrei. Zur Runde 1. Und zum Schlagabtausch hier der Clemens. Typischer Münsteraner Name. Ja. Und die Brigitte, ja, ja, Clemens und Ludger, das sind tolle Namen. Und jetzt solltet ihr die 6 häufigsten Antworten finden. Wie immer mein Kommando gilt, eine Hand auf den Rücken, eine Hand daneben legen, mich aussprechen lassen. Denn alle Leute haben mich gefragt, nennen Sie einen Prinz aus Realität oder Fiktion? Frau Lehrer, Brigitte. Charles. Der mit Prinz diesen, Charles. Dieser, ne? Ja. Nicht Genschmann, ne. Prinz Charles. Ah! Stopp!
Antwort geht gleich höher. Wie lange seid ihr beiden verheiratet? Nächstes Jahr 25 Jahre. Dieses Jahr haben wir schon wieder vergessen zu feiern. Es war erst die letzte, diese Woche. Ah ja. Aber nächstes Jahr hoffen wir, dass wir es packen, dran Großes zu denken. Ja. Dass es so lange gehalten hat. Wobei ich ja weiß, was Sie alle nicht wissen, der ist ja schon bei der Hochzeit in der Ohnmacht gefallen, der Peter. Stimmt, jetzt holt sich die Vergangenheit ein. Ja, wie war das? Wie lag seine Frau am Priester, am Weihrauch? Wie auch ein bisschen Ohnmacht gefallen? Ach, eigentlich weder noch. Ich bin evangelisch, wir haben katholisch geheiratet. Gut, das, vielleicht liegt es daran. Vielleicht habe ich versucht zu drücken, ist ja möglich. Ja, und warum ist er Ohnmacht gefallen? Ja, ich musste knien, das heißt, ich wollte eigentlich knien. Und hatte zu der Zeit noch eine nicht ausgeredete Knieverletzung. Und urplötzlich auf dem Schemel ist mir eben schwindelig geworden. Weg war ich für 2 Minuten. Hast du vorher ja gesagt oder hinterher? Ich glaube, hinterher. Ja, dann kannst du die Ehe noch für ungültig erklären lassen. Dann nachträglich noch. Eine Leute haben wir gefragt, nennen Sie einen Prinz aus Realität oder Fiktion? Probiere Fiktion, Prinz von Zamunda. Peter sagt, der Prinz von Zamunda. Oh. Aus Zamunda. Ja, ist dabei. 3 Leute wussten das noch. Christian. Ich würde sagen, Prinz Eisenherz. Mhm. Das sieht aus wie Mireille Mathieu, ne? Der Prinz Eisenherz. Kennen die Leute. Melanie. Prinz Albert. Melanie sagt Prinz Albert. Ja, was Sie alle für Zeitungen lesen, was Sie alle wissen hier. Wolfgang. Prinz Löwenherz. Aha, er sagt Prinz Löwenherz. Nee, erste Kreuz. Und da bin ich wieder vorne. Brigitte. Prinz Philipp von England. Bleiben wir bei England. Oh, mach doch, was du willst. Prinz Philipp. Auch nicht. Achtung, ihr habt gleich die Chance, mit nur einer richtigen Antwort die bisher 7 Punkte zu stehlen. Guck, die beiden Mütter greifen schon zu. Peter. Die Prinzen. Peter. Ah, das ist eine tolle Truppe, die gefällt mir. Die Prinzen, kennt er. War eine gute Idee, Peter war nicht dabei. Jetzt haben die Chance, mit nur einer richtigen Antwort bisher 7 Punkte zu stehlen. Helga? Prinz Klaus von Holland. Prinz Klaus? Von Holland, Prinz Klaus. Prinz Klauschen. Prinz Klaus. Und wie entscheidet sich Clemens als Sprecher für die Familie? Prinz Klaus, sag ich. Clemens sagt Prinz Klaus der Niederlande. Oh. Schwein gehabt! Die 76 Punkte. Bleiben bei der Familie Seelmann. 2 fehlen noch. Klären wir es mal gemeinsam auf. An 5. Stelle der kleine Prinz von Antoine Saint-Exupéry, gell? Und 4. der Märchenprinz allgemein. Schöner Übergang zum Werner, der ideale Märchenprinz. Da gibt es ja zu lachen, sieht ja so brav aus jetzt. Kann kein Wässerchen drüben. Schwarm aller Schwiegermütter sagt, fertig zum Duell. Start zur Runde 2. Christian ist da und Peter und soll es in dieser Runde die 5 häufigsten Antworten finden. Mein Kommando gilt ja, kennt ihr ja schon, ne? Mich nur aussprechen lassen. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie, ohne eine Marke zu nennen, eine Ölsorte. Das war eindeutig schneller, Christiane. Motorenöl. Ja? Sie meint Motorenöl. Ja, sagen 12 Leute auch. Reicht aber noch nicht. Peter. Olivenöl. Peter sagt Olivenöl. Top Antwort. Christian, was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Student in Mannheim und ja? Studiere Betriebswirtschaft. Ja. Im 2. Semester jetzt. Ja, hast alles schön gesagt. Was willst du mal werden? Ja, das hängt Betriebswirt. Davon ab, ob ich mein... Ja, muss ja, man ja automatisch werden. Gut. Können wir schon Betriebswirte, wenn ich es schaffe, wollen wir mal so. Die Intendanten werden oder Pastoren? Ja. Doch, man muss ja keine Ahnung muss davon. Muss ja nicht unbedingt sein, dass ich zum Fernsehen gehe. Es gibt ja auch andere schöne Sparten, Industrie, Kfz, ja. Alles Mögliche. Kfz, jeder 7. Arbeitsplatz hängt vom Auto ab, aber ist ein bisschen gefährdet, ne? Ach ja. Du warst ja auch schon mal gefährdet. Ich habe schon mal gehört, du warst schon mal in der Kontrolle, dich hätten sie beinahe in den Knast gebracht. Was war denn da los? Ja, nee, da war ich 8 Jahre alt. Das war am Frankfurter Flughafen. Und da ich als kleiner Junge so einen Fimmel für Spielzeugpistolen hatte, ja?
Da flog ich, muss ich dazu sagen, mit meinem Großvater nach Spanien. Und da hatte ich natürlich im Handgepäck so einige Spielzeugpistolen dabei. Und da kamen sie an, sofort ticket, ticket. Ja, dann bin ich erstmal, da habe ich das auf das Leuchtband gestellt, es lief da durch und da waren natürlich Pistolen drin. Jetzt haben die mich da genommen als kleiner Buben und haben mich gefragt, ob mein Großvater mir das gesagt hätte, dass die Pistolen einpacken sollen. Ach, du liebe Zeit. Den sie beinahe meinen Opa gecatcht, das fand ich auch nicht so lustig. Dann. Nee, aber es gab ein Happy End. Und damit bin ich bei der Antwort, ich muss ja mal Tempo machen. Wir haben alle Leute gefragt, nennen Sie, ohne eine Marke zu nennen, eine Ölsorte. Erdöl. Christian sagt Erdöl. Erste Kreuz. Melanie. Duftöl. Melanie meint, es ist Duftöl. Achtung, wiederum die Chance für euch gleich. Mit nur einer richtigen Antwort, die bisher 10 Punkte zu stehlen. Aber Achtung, Wolfgang kann ja noch. Speiseöl. Wolfgang sagt allgemein Speiseöl. Also sieh mal da, was gibt's denn da für Ölsorten? Jetzt können wir zuschlagen mit nur einer richtigen Antwort. Ich komme krumm ran. Ach du Armer. Helga. Sonnenblumenöl. Ach, das tut gut, ja. Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Rapsöl. Rapsöl. Sonnenblumenöl. 1:1, aber ich halte mich da raus, was Clemens erzählt. Ich sag auch Sonnenblumenöl. Clemens meint Sonnenblumenöl. Ja! Jawohl, und damit gehen diese Punkte auf das Konto der Portmanns. Oh, da fehlt noch was. An fünfter Stelle. Sonnenöl. Und viertens? Distelöl. Ganz schnell schauen wir uns die Punkte an. 52 Punkte die Herausforderer und bereits 76 Punkte die Titelverteidiger. Fertig zum Duellstart, bereits zur Runde 2. Ich muss Gas geben. Es geht um die doppelte Punktzahl. Auf geht's. Andreas ist da und Christian. Und ihr solltet in dieser Runde die 4 häufigsten Antworten finden. 4. Eine Hand auf den Rücken, klar, Kommando kennt er. Mich aussprechen lassen, denn 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, auf das man bei der Wohnungssuche achtet? Christian. Auf die Größe. Christian sagt, auf die Größe. Ja, sagen 11 Leute auch. Noch nicht die Top-Antwort. Andreas. Auf die Lage. Andreas sagt, auf die Lage. Spiel hier weiter. Nun lerne ich 2 doppelte Lottchen kennen. 60 Jahre und kein bisschen leise. Und ein bisschen weise. Das habe ich nie gesagt, weise. Zwillinge, ne? Ja, ja. Sieht aber man das nicht? Doch, man sieht's auch. Ja, wollte ich schon mal. Haben eure Männer auch Ähnlichkeit miteinander? No. Nein. Das wäre ja langweilig. Aber ihr habt so viel. Wieso? Ist dir doch egal, wie er aussieht. Nein. Nein? Nö, ich liebe ja meine Schwester. Ja, die Schwester schon, aber nicht den Gatten. Ja, also da muss ja auch nett sein, oder? Aber habt ihr einfach gleiche Bluse an? Ja. Gleichen Krankheiten auch gehabt früher? Ja, genau. Ja? Ja. Und, aber Kinderzahl ist verschieden, glaube ich, ja. Ne? Ja, 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 ja. Ich war ein bisschen fleißiger. Ach so. Wollen wir das Thema nicht weiter vertiefen? Spielen lässt. Wir werden noch weiter flirten, ich schwör's euch. Einer Leute haben wir gefragt, nennen Sie etwas, auf das man bei der Wohnungssuche achtet. Ingrid. Auf den Mietpreis. Ingrid sagt, auf den Mietpreis. Die Miete. Jetzt spielst du nur eins. Zwillingsschwester Helga. Auf Sonnenseite. Helga sagt, auf die Sonnenseite. Erste Kreuz. Damit bin ich wieder vorne. Clemens? Auf den Vermieter. Ja, kann man auch richtig sagen. Er meint auf den Vermieter. Zweite Kreuz. Achtung, jetzt für euch die Chance. Mit nur einer richtigen Antwort. Boah, sind das viele Punkte zu stehlen. Christiane. Auf die Ausstattung. Christiane sagt auf die Ausstattung. Wer zittert mal, rückt euch nicht so auf, kann doch alles gut werden. Die haben jetzt die Chance, auf jeden Fall zuzuschlagen. Verbal natürlich, was meinst du? Auf die Nachbarn. 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 Ich sag auch noch. Nachbarn. Auf die Heizung. Auf die Heizung. Ja, Brigitte, er ist praktisch. Was sagst denn du? Auf die Nachbarn. Brigitte sagt, darauf achtet man auch, auf die Nachbarn. Schwein gehabt. 168 Punkte bleiben bei den Portmanns. Eins fehlt noch. An vierter Stelle. Heizung. Papa hat recht gehabt. So, nach 3 Runden 76 Punkte die Titelverteidiger und bereits 220 Punkte die Herausforderer. Gleich geht es um die dreifache Punktzahl, kann sich alles noch verändern. Wer mal live dabei sein möchte im Studio, ja, als Zuschauer, der sollte jetzt aufpassen. 0, 22, 33,
64 0 31 anrufen. Fairy Ultra hält länger als zwei und spart dabei. Und weiter geht's mit der alles entscheidenden vierten Runde im Familienduell. Die kann doch auch besonders spannend werden. Schauen wir uns ganz schnell Punkte an. Wirklich die vierte Runde, letzte Runde. 76 Punkte Familie Seemann als Titelverteidiger. Bereits 220 Punkte Familie Portmann als Herausforderer. Muss so sein, die Stimmung ist so gut. Sind dann auch alle fertig, dann auf in die letzte und entscheidende Runde. In die dreifache Punktzahl. Auf geht's. So. So. Ingrid ist da. Hallo. Melanie, und ihr solltet jetzt die vier häufigsten Antworten finden. Mein Kommando kennt ihr ja, dann lasst mich ja nur noch aussprechen, dann sage ich es euch, was ihr suchen solltet. Wir haben nämlich andere Leute gefragt, nennen Sie etwas, das landet. Melanie. Flugzeug. Melanie sagt, es ist ein Flugzeug. Schau mal die Top-Antwort. Wolfgang kennen wir ja auch schon als Boris, weil er immer mental gut drauf ist. Spricht so ähnlich. Liebt junge Frauen und alten Wein oder umgekehrt? Habe ich gehört. Junge Frauen, alter Wein, ganz genau. Ja? Wie lange bist du verheiratet? Oh. Oh. 7 Jahre. Ah ja, das geht. Das stimmt gar nicht mehr mit dem verflixten 7. Jahr. Ich hab schon gehört, nur weil du falls auch mal was warst, im 4. Jahr wäre schon gefährlich. Ja? 7. Jahr. Ist mal vorbei. Hat man schon alles. Da mag man schon wieder den alten Wein. Da ist alles in Ordnung. Was machst du beruflich? Ich bin Augenoptiker. Ah, so selbstständig oder? Nicht ganz. Nö. Ich bin Filialleiter. Ah, da fühle ich sowas, Mann. Ja, ist gut. Du brauchst auch bald eine. Nee, sehe alles. Ah, nicht mehr lange. Soll es eine Drohung sein oder wie? Ich sehe doch alles gut. Im hohen Alter, ich habe wirklich Glück. Schau jetzt mal, wie verliebt ich jetzt meine Regisseurin angucke und sage, guckst du genau hin? Einer Leute haben mir gefragt, nennen Sie etwas, ist alles klar, ne? Nennen Sie etwas, das landet. Ein Hubschrauber. Wolfgang sagt, ein Hubschrauber. Ja, der landet auch. Brigitte. Eine Raumfähre. Brigitte sagt, eine Raumfähre. Erste Kreuz. Peter. Fesselballon. Peter sagt, Fesselballon. Zweite Kreuz. Achtung, für euch gleich die Chance, mit nur einer richtigen Antwort nicht nur die bisher erzielten Punkte zu stehlen, ist ja in der letzten Runde anders, auch noch die Punkte, die in den gesuchten Begriff sind. Alles ist noch möglich. Christian. Ich würde sagen, einen Treffer landen. Christian sagt, man kann auch einen Treffer landen. Nicht schlecht gedacht, aber ich weiß ja auch nichts. Jetzt wollen wir mal sehen, was die wissen. Mit einer richtigen Antwort können die Ungeheuer zuschlagen. Egger. Schiffe. 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 Rakete. Rakete. So, na gut. Clemens, wie entscheidest du dich? Wir lassen die Schiffe landen. Clemens sagt, es sind die Schiffe. Schwein gehabt. Und der neue Sieger im Familienduell im letzten Moment. Zwei Sachen. Ich muss Gas geben im Schnelldurchlauf an vierter Stelle. Ein Vogel. Und zweitens UFO. Naja. So, ich bringe was vorbei. Ich habe die gar nicht alle so richtig kennenlernen können, meine Landsleute aus dem Münsterland. Aber nett waren sie, sympathisch. Ein Schweinchen bekommen sie. Da gibt es auch noch eine ganze Menge Münsterland. Ein Spiel auch. Und Riesenapplaus für Familie Portmann. Wer spielt denn mir? Kommt zu mir. Einen schicke ich gleich ins Häuschen, schalldicht. Melanie. Gleich beim ersten Mal die Chance, 10.000 Mark zu gewinnen. Erste Mal ist gut, erste Mal, dass es klappen kann. Zweite Mal seid ihr schon dabei. Wer auch dabei sein möchte, ist eine Familie, Verwandt, verschwägert. Der schreibt für immer, bewirbt sich unter folgender Adresse. RTL, Stichwort Familienduell in 5000 Köln 40. Zum zweiten Mal dabei, aus Ludwigshafen, die Familie Seemann. Heute muss es klappen mit den 10.000 Mark. Ich drücke die Daumen. Haben die zusammen 200 Punkte? Einer haben wir ja weggeschickt, dann kriegt er die auch. Wenn du Stock sagst, weiter. Dann haben wir noch Zeit, darauf zurückzukommen. Denk daran, du hast nur 20 Sekunden Zeit. Aber die Uhr läuft erst los, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Machen es ganz schnell und schmerzlos. Viel Glück. Und hier Mucksmäuschen still. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie ein Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird? Weiter. Einen Koffer. Schalenkoffer. Ein Ort, der länger geöffnet sein sollte. Diskothek. Eine Inselgruppe. Kanaren.
Etwas, das man mit einem Fisch machen kann. Essen. Ein Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird. Fahrrad. Ja. Kam doch noch. Ja. Hört sich so leicht an, aber Fuchsmäuschen still. Sie muss alleine zittern. Das ist ja das Schönste. Hört sich nur so schwer an. Transportmittel. Ja, was soll es sonst sein? Ja, ein bisschen geschickt umschrieben. Mal sehen, ob sie jetzt belohnt wird für, ich finde, teilweise sehr gute Antworten. Und entscheidend tut das niemand anders als die 100 von uns befragten Leuten, ob die auch so geantwortet haben auf unsere Fragen wie du jetzt gerade mir. 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie ein Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird. Hast du gesagt? Fahrrad. Sagten auch? Fängt schon gut an. 67 Leute, 67 Punkte. Da wollten wir die Bezeichnung eines Koffers wissen. Du hast gesagt, die Leute sagen garantiert, Schalenkoffer, sagten dann auch? Na, 13 Leute, 80 Punkte. Einen Ort, der länger geöffnet sein sollte, da hast du gesagt? Diskothek, sagten auch? 3 Leute, oh, man ist zufrieden. Eine Inselgruppe wollten wir wissen, da hast du gesagt? Die Kanaren sagten auch, na, jetzt kommt da bestimmt was. Ah, 16 Leute sind 99 Punkte. Und dann etwas, das man mit einem Fisch machen kann. Hört sich komisch an, die Frage. Du sagtest dann, auf meine dumme Frage, gabst du vielleicht eine gute Antwort? Wie viel sagten das auch? 141 Punkte. Und das müssen wir ganz schnell löschen. Weil da muss er ja nicht mehr viel holen. Das sind ja noch 59 Punkte. Drück ihm die Daumen. Schau, Melanie. Nur noch 59 Punkte musst du holen, Christian. Da ist er. Wir drehen jetzt aber jetzt nicht mehr um. Nein, wir wollen für die Zuschauer gleich wieder unsere berühmte Computerwand öffnen. Du kriegst trotzdem dieselben Fragen gestellt. Mhm. Darfst du nicht dieselben Antworten geben. Sonst greifen wir ein. Und das Geräusch kennst du schon. Bist du schon das zweite Mal dabei? Mhm. Du musst schnell was anderes sagen. Du kriegst 5 Sekunden mehr, hast also jetzt 25 Sekunden. Ja. Uhr läuft aber auch in Ruhe los. Nee, richtig los, wenn ich die Frage in Ruhe gestellt habe. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, meine Freunde Christian Jeck, Marc und Frank, die wissen dann schon, wer gemeint. Und der Harald natürlich, den will ich natürlich. Harald, Entschuldigung, wenn ich beinahe vergessen. So, jetzt drückt die Daumen, alle hier, Mucksmäuschen still. Viel Glück, toi, toi, toi. Wir haben, es bleibt Mucksmäuschen still bei euch, 100 Leute gefragt, nennen Sie ein Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird. Fahrrad. Weiter. Einen Koffer. Handgepäck. Ein Ort, der länger geöffnet sein sollte. Laden. Eine Inselgruppe. Die Azoren. Etwas, das man mit einem Fisch machen kann. Braten. Ein Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird. Zeit vorbei. Wir hatten noch viel Zeit für diese erste. Fahrrad war ja schon gesagt und der zweite hat es durchaus schwerer. Vergesst das nicht. Aber ansonsten kamen Antworten, die, glaube ich, schon sehr gut sind. Wir brauchen ja auch nur noch 59 Punkte. Wenn ich noch eine nicht weiß, muss möglich sein. Also als erstes das Transportmittel, das ausschließlich mit Muskelkraft betrieben wird, kam bei dir. Badam, badam, pam, pam. Schönes Geräusch, ne? Null Pünktchen. Fahrrad war schon die Top-Antwort. Dann haben wir gefragt nach einem Koffer. Da hast du gesagt, Handgepäck. Sehr merkwürdige Antwort. Sagten auch, fängst aber gut an, du verspielst den ganzen Vorsprung. 59 Punkte. Aktenkoffer, Top-Antwort. Einen Ort, der länger geöffnet sein sollte, hast du gesagt. Allgemein der Laden. Sagten auch, 17 Leute, na endlich. 158 Punkte. Top-Antwort übrigens, Kaufhaus. Kaufhaus. Eine Inselgruppe, hast du gesagt? Azoren, na, wo das hochkommt, immer ja, so, ne? Sagten auch? Gar nicht so bekannt. Top-Antwort, wo ist Mallorca und Ibiza, Balearen? Und etwas, ja, Geografie ist immer so eine Sache bei den jungen Leuten heute. Gell, ehrlich? Etwas, das man mit einem Fisch machen kann? Hast du gesagt, wir brauchen jetzt 42 Punkte. Raten, sagten auch 22 Leute, Essen war schon die Top-Antwort. Schade, ich finde es knapp verspielt. Die waren so nah dran, aber du kannst gehen.
Ich sehe Sie wieder, ne? Beim nächsten Familienduell. Die Familie versucht nochmal ihr Glück. Dann zum dritten. Tschüss. Servus. Tschüss. Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied im RTL-Club? Schreiben Sie an RTL. Stichwort: Ich will. 5000 Köln 40. Das Clubheft kommt dann monatlich kostenlos zu Ihnen ins Haus.